Hallo liebe Freunde des gepflegten rundenbasierten Taktikspielspaßes und willkommen zurück zu Chain Alliance Rage. Wir haben jetzt hier das geblisste Dorf, glaube ich, eingenommen, weil Gegner scheint es hier nicht mehr zu geben. Und ich bin gerade dabei, hier so ein bisschen zu looten. 7,62 mm Munition gibt es hier sehr viel. Huch, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Quatsch, was ich hier gemacht habe. Ich wollte den Stack. Ach, das ist 15,54. Shit. So, hierhin mit dir. So. Wir nehmen alles mit, was wir davon kriegen können. Wir haben, wie gesagt, den Anführer rausgenommen. Der holt keine Verstärkung mehr. Und jetzt ist eigentlich die Frage... Was gibt's denn? Ah, Vicky, guck mal nach. Hier. Was wir jetzt hier noch machen müssen? Shadow ist bereit. Suche und rette die Dorfbewohner, steht hier. Alkohol. Damit können wir Kaliber 50, okay. Das klingt nach ziemlich viel Bums. Aber auch hier ist nichts weiter drin. Wie komme ich hier in das? Ist hier eine Tür? Wie komme ich in das? Wie komme ich in das Ding hier drunter? Ich weiß es nicht. Da drüben müssen wir ein Schloss knacken. Das müsste Vicky, glaube ich, machen. Was gibt's denn? Hier. Einsatzbereit. Okay, oder Shadow kann das auch. Jetzt das Schloss. Ich habe eine Dorfbewohnerin gefunden, die nicht betroffen ist. Noch nicht. Okay. Können wir mit ihr reden? Ne, muss man die Runde wechseln? Sind Sie Narcissa? Alvita schickt uns. Sie sind hier, um zu helfen. Oh Gott. Vielen, vielen Dank. Als die Dorfbewohner angefangen haben, Amok zu laufen, bin ich aus dem Haus ausgebrochen, wo ich eingesperrt war. Die Kämpfe waren so heftig, ich war ganz sicher, ich muss sterben. Wir haben sie gefunden? Gott sei Dank. Bringen Sie sie sofort in Sicherheit. Ja. Lol, das war's. Okay, jetzt können wir anfangen zu looten. Oder auch nicht. Oh, hier ist Wasser. Haben wir jemanden? Warum kann ich... Moment mal. Warum kann ich jetzt hier nicht looten, wie ich will? Es kann losgehen. Warum kann ich jetzt hier nicht looten, wie ich will? Ich befürchte, ich weiß warum. Weil wir... Bereit. Weil wir einen Typen vergessen haben. Nämlich den hier hinten in dem blöden, Ja. Oh, das ist ja total dumm, ey. Werden wir gemein. Weil normalerweise kann man ja, wenn keine Gegner mehr da sind, looten wie man will. Das scheint jetzt hier gerade nicht zu gehen. Und ich befürchte, das liegt an dem einen Dorfbewohner, der hier oben in der Hütte hängt. Werden wir gemein. Okay, ich speichere das jetzt hier, weil wir haben ja gesehen, wie viele Hitpoints die haben. Es kann losgehen. Immer bereit. Ah, Vicky. Ja. Ja. Alles gut. So ein Scheiß, weil wir den Ver- Shadow ist bereit. Ja. Was gibt's denn? Das ist Beschäftigungstherapie vom Feinsten. Und das ist auch das, was ich meinte mit in früheren Jagged Alliance Teilen war es so, dass wenn man zwar in einem Sektor war, aber dort keine Gegner in Sicht waren, ist das Spiel nach ein oder zwei Runden quasi in den Echtzeitmodus übergegangen und du konntest deine Leute quasi ohne diesen Rundenscheiß bewegen. So, okay. Jetzt sind wir dort zu zweit. Das sollten die beiden eigentlich schaffen. Werden wir gemein. Es kann losgehen. Worauf warten wir noch? Einsatzbereit.
Ich wurde bereit geboren. Wieso sieht sie ihn nicht? Einsatzbereit. Aber er scheint auch sich nicht zu wehren. Der ist fest. Der ist bereit. Hast du eine Waffe, die mehr Schaden macht? Lol, Ladehemmung. Was gibt's denn? Diese Mauern machen mich total nervös. Sag mal, sie kann immer noch nicht auf ihn schießen. Willst du... Sie kann mit der Waffe... Die kann nur mit dem M4 auf ihn schießen, mit der HK-21 nicht. Was macht das denn für einen Sinn? Hallo, der steht vor dir, du musst nur den Abzug drücken. Also jetzt mal ehrlich. Ja, klar. Und du... Ey, komm. Endlich frische Luft. Es kann losgehen. Immer bereit. Alles bereit. Ja, Fidel kann auch mit der HK nicht schießen. Ja. Worauf warten wir noch? Rüstung pariert. Ich frag mich, welche Rüstung. Shadow ist bereit. Aber der Typ blutet. Der müsste ja eigentlich... Warte mal, er hat jetzt noch 4. Ja. Werden wir gemein. Jetzt noch 3. Shadow ist bereit. Einsatzbereit. Errungenschaft freigeschaltet. Nicht auf die eigenen Leute. Was auch immer das bedeutet. Es kann losgehen. Bereit. So, haben wir jetzt... Ah, oh, jetzt sind alle tot. Sehr gut, jetzt können wir anfangen zu looten und ich glaube, das mache ich mal ohne Aufnahme, weil das dauert einfach ewig. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn ich die Sache hier gelootet habe. Das wird wohl vermutlich 10 Minuten, Viertelstunde dauern, weil hier sind so viele Gegner jetzt gewesen. Da müssen wir erstmal sehen, wie wir hier klarkommen. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Wir haben, oder ich habe ordentlich gelootet. Wir gucken mal kurz durch. Fidel hat eine neue Waffe. Und zwar dieses Mega-Scharfschützengewehr hier, die Barrett M oder Barrett M99 mit Kaliber 50 Munition. Davon haben wir jetzt nur 3 Schuss. Dafür hat die eine Rüstungsdurchdringung von 6 und einen Zielbonus von 30% und Schaden von 10 bis 15. Das heißt, ja, auf große Distanzen. Headshot tot. Dafür ist es natürlich relativ gut geeignet. Ich bin gerade überrascht, weil ich gerade hier lese, Sprengstoffexperte und Fidel einfach zu blöd ist, die Granaten zu werfen. Ich habe jetzt Vicky und Crunty tatsächlich Alkohol trinken lassen. Die sind beide betrunken geworden. Da müssen wir jetzt durch. Ich habe auch ein bisschen schmutziges Wasser gefunden. Ich habe auch ein bisschen sauberes Wasser gefunden, aber allzu viel ist es auf jeden Fall nicht. Wir müssen damit weiter haushalten. Ich würde jetzt hier nochmal einen Speicherstand setzen. Und da wir jetzt ja hier so durch sind, ich, wie gesagt, hier ist nichts weiter. Ich habe auch alle Leichen versucht zu looten. Oder ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ihn hier war ich. Ja, also es ist, hier ist noch sehr viel Stuff. Irgendwelche Westen, Helme, Adrenalinspritzer. Da sind wir jetzt alles voll. Wir haben überall eigentlich ausreichend Munition. Ah, warte mal, hier in der Kiste. Das habe ich auch schon vollständig. Wir haben auch noch einen weiteren Rucksack gefunden. Den habe ich Vicky gegeben. Glaube ich. Habe ich Vicky den Rucksack gegeben? Ne, Crunty habe ich den Rucksack gegeben, oder? Hier. Genau, Crunty den Rucksack. Okay, gut, dann Karte verlassen. Und jetzt müssen wir mal gucken, Vicky, ach so, Antibiotika habe ich auch noch ein paar gefunden. Ich danke Ihnen noch einmal für die Rettung meiner Schwester. Ich weiß, jeder muss Opfer für die Revolution bringen und wir haben alle schon geliebte Menschen verloren. Aber das Wissen, dass sie für meine Entscheidungen leiden musste, wäre verheerend gewesen. Ja, ja. Okay. Ich habe meine persönliche Leibgarde angewiesen, sie zu unterstützen. Das ist das Wenigste, was ich für sie tun kann. Ja, ist doch schön. Sie kennen das ja schon. Dies ist also nur eine andere Einheit, die Ihnen zur Verfügung steht. Ihre Vita, kommen. Ich habe Berichte erhalten, dass die Regierung versucht, große Mengen Blies von der Insel zu schaffen. Ich glaube, dass sie es verkaufen oder verstecken wollen. Also dürfen wir sie nicht von der Insel weglassen. Sie verlegen außerdem Schwarzhemden dorthin. Also sollten sie sich besser beeilen, um vor ihnen da zu sein.
Verstanden. Wir werden sehen, was sich machen lässt. Super. Das heißt, wir müssen jetzt zum Hafen. Okay. Rebellentrupp A, Rebellentrupp B. Hier spricht Alvita. Reden Sie. Gemeinsamer Angriff, Hafen. Hinterhalt. Wir Fidel, Ihre Männer müssen angreifen, weil wir anderswo beschäftigt sind. Ich sende Ihnen den Ort. Hier spricht Alvita. Ich habe einen Trupp losgeschickt. Wir kümmern uns darum. Hier spricht Alvita. Reden Sie. Hier ist auch nochmal ein Hafen. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier oben lang zu gehen und setzen den Rebellentrupp hier hin. Hier Shadow, Ihre Truppen müssen... Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Hier spricht Alvita. Ich habe einen Trupp losgeschickt. Wir kümmern uns darum. Und was das hier ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So. Wir gehen mal dorthin. Bin nicht mehr krank. Gut. Das ist sehr gut. Dann kann Vicky nämlich auch mal, gib mir das. Ich wirke meine Magie. Reparieren. Grunty. Aber wir gucken mal. Wo ist das schmutzige Wasser? Das ist, glaube ich, bei Vicky, ne? Schmutziges Wasser trinken. Durst gestillt. Durst gestillt. Du erholst dich bitte auch. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir noch Fidel, der... hat auch wieder ein bisschen Wasser jetzt. Das ist gut. Ich habe auch ein bisschen Alkohol mitgenommen. Das können die zwischendurch mal einstreuen. Er erholt sich auch und Shadow erholt sich bitte auch. So, dann sind alle durch. Ich brauche Wasser. Ach, das sind Gegner gewesen. Okay, ja, 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 ja. Ihr braucht gar kein Wasser. Ja, dahin. Ohne Wasser können wir nicht mehr lange weitermachen. Ja, 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 ja. So, Vicky. Vicky trinkt bitte einmal schmutziges Wasser. Das Wasser schmeckt gut. Es geht mir besser. Und Shadow trinkt bitte einmal sauberes Wasser. Sie könnte jetzt eine Waffenmodifikation herstellen. Sie hat ein Reflexvisier hergestellt. Wem könnten wir das geben? Wir könnten es... Ach nee, das Ding hat schon Zielenbonus. Das muss ich mal kurz gucken. Ah, weiß bedeutet, das ist schon eingebaut. Okay, das heißt, er könnte noch maximal einen Schalldämpfer draufbauen. Hier macht das jetzt, glaube ich, nicht so richtig Sinn. Auf Fidels Waffe hier könnte es Sinn machen. Wie sieht es bei Shadow aus? Der hat ja hier 20%, 20%, 27%. Oder bei Vicky selber? Auf ihrem... Haben wir noch 5,56? Ja, hat sie noch ein bisschen was. Oh, wir hätten sie sogar noch voll machen können mit 7,62. Wir haben sie gar nicht vollgepackt mit 7. Dann übernehmen und da mal einbauen. Sehr gut. So, alle anderen erholen sich, beziehungsweise er... Waffe reparieren. Die sind doch alle repariert, oder? Nö, sind sie komischerweise nicht. Warum eigentlich? Haben wir nicht Vicky drauf angesetzt? Das ist ja komisch. Naja, egal. Mach mal Waffenmodifikation. Was haben wir denn hier? Ein Schnelllademagazin. Das haben wir jetzt hier bei ihm schon eingebaut.
So, okay. Dann Ausruhen beenden. Wenn ich kein Wasser kriege, drehe ich durch. Ja, Fidel, halt die Klappe. Und wir speichern. Und gehen zum Hafen. Vector, wir nehmen das ankommende Boot. Warum? Wer hat den Befehl gegeben? Wir. Und wir nehmen auch eine Ladung Bliss mit. Die könnte einiges wert sein. Niemals. Das ist Verrat an unserer Sache. Ich bin Söldner, du Schwachkopf. Ihr seid Loser und eure Sache interessiert mich ein Scheiß. Ah ja. Diese gierigen Schweine wollen sich absetzen. Wir sollten sie uns schnappen. Die Befehlskette hat sich gerade geändert. Dauerhaft. Das Bliss wird verladen. Sofort. Lade das Bliss auf das Boot, schnell! Oder du machst Bekanntschaft mit meinen Kugeln. Es kann losgehen. Halte die Schwarzhemden auf. Zwei lebendig. Das Boot wird beladen. 5 Kisten übrig. Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier wieder heimlich vorgehen? Wie viele Gegner sind hier in dem Sektor? Oder knallen wir einfach alles weg, was hier rumsteht? So, Shadow. Wir versuchen es einfach mal mit der Rambo-Methode. Ich habe etwas gehört. Nein, ist das ein Toter? Ist das ein Toter? Ist das ein Toter? Ist das ein Toter? Darauf warten wir noch. Kann losgehen. Los. Feindgeschichte. Ja, aber du gehst gleich raus, mein Freund. Was gibt's denn? Oder auch nicht. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Warum schleichen die denn hier? Ich wurde bereit geboren. Merkert, wir werden angegriffen. Ich bin bei den alten Gebäuden. Alarm, Angriff im Gange. Verdammte Söldner, schützt die Ladung um jeden Preis. Ich hoffe, die kriegen keine Verstärkung. Und ich hoffe, das war... Oh, was hat denn der für eine Waffe dabei? Wir müssen halt die Schwarzhemden rauskriegen, das ist unsere große Herausforderung. So, wir kommen leider nicht bis in die Gräser. Dann gehen wir dorthin. Hier. Er kann bis dahin gehen. Immer bereit. Vicky, die Frage ist, ob sie auch von hier drüben kommen. Ob das Sinn macht, auch von hier aus anzugreifen. Ist das hier hohes Gras? Ja. Na, geh mal dorthin, Vicky. Und... Bereit. Del, du brauchst nicht schleichen, mein Freund. Geh da rüber. Immer bereit. So, wir, das sind einige, sagen wir es mal so. Und zwar auch einige gut bewaffnete. Aber solange die uns nicht sehen. Ah, da ist einer von den Schwarzhemden. Shadow ist bereit. Oh, lustig. Ist das hier der Kommandant? Ihn hier müssen wir halt rauskriegen, ne? Die normalen sind uns fast eigentlich egal. Startklar. Interessant, dass er auf niemanden schießen kann, aber Shadow schon. Ah, jetzt. So, speichern. Wer hat denn jetzt hier die beste Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn mit einem Headshot erledigen können? 66. Wir haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Nur der hier vorne hat eine geringere Wahrscheinlichkeit. Das ist ein toter Feind. Ja.
Ja. Leg dich mal hin. Und nimm ihn mal raus. Ich bin wirklich so. Ja, Shadow. Du kleiner Angeber. So, hier drüben die beiden. Was gibt's denn? Die sehen komischerweise niemanden. Fidel ist bereit. Selbst mit einer super Sniper-Waffe. Ah, jetzt. Okay, leg dich mal hin. Prozent in die Füße. Oder so. Lol. Was gibt's denn? Sie sieht auch noch niemanden. Gut, leg dich hin. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir die Folge für heute. Wir müssen also hier den Hafensektor angreifen und freiräumen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Ich bin sehr gespannt, wie anspruchsvoll es diesmal wird. Wir sehen ja schon, wir brauchen für die Sektoren nochmal einige Folgen. Ich denke mal, auch hier werden es so 2-3 Folgen sein, je nachdem, wie dusselig der Gegner sich jetzt anstellt. Ich hoffe, auch hier gibt es wieder ein bisschen Wasser. Haben wir im geblitzten Dorf ein bisschen was gefunden. Wir sind gerade auf einem relativ guten Stand. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier raus sind. Ja, eure Tipps in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Jagged Alliance Rage. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.